Liebe Wetzlarerinnen und Wetzlarer, liebe Freundinnen und Freunde unserer traditionsreichen Dom- und Goethestadt. Ich darf Ihnen heute aus dem Rathaus der Stadt Wetzlar ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2022 wünschen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben und dass Sie trotz der Einschränkungen, die wir auch nach 22 Monaten im Umgang mit dem Virus üben müssen, ein schönes Weihnachtsfest erleben können, das mit Ihren Liebsten. Und natürlich kann an dieser Stelle auch der Appell nicht ausbleiben, dass wir uns alle bemühen sollten, im Grunde an die zu denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. In der momentan auch etwas aufgeheizten Stimmung bleiben die, an die wir ansonsten zu Weihnachten gedacht haben, die wir in unserer Mitte genommen haben, ein wenig außen vor. Auch an die gilt es zu denken, aber auch an die, die in unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft und insbesondere in dem Gesundheitswesen aktiv und tätig sind, um Menschen in dieser Situation zu begleiten. Ihnen gilt mein Dank und mein Respekt und meine Anerkennung. Und es muss für uns alle, so finde ich, Motivation sein, uns so zu verhalten, dass wenig Menschen krank werden und dass wir alle von schweren Krankheitsverläufen verschont bleiben. Die Pandemie wird uns noch einiges abverlangen. Ich glaube, das ist keine Frage. Aber ich bin auch sicher, wenn wir wieder lernen, mehr zusammenzustehen und das Gemeinsame zu betonen, kann es uns gelingen, damit wir auch hinterher unsere Stadt mit ihrem vielfältigen, bunten und schönen Leben auch wieder wahrnehmen können und Menschen, die nach Wetzlar kommen wollen, ein guter Gastgeber sein können. In dem Sinne, Ihnen alles Gute.